Ich habe auf einem offiziellen Sales-Deck von TikTok, das geleakt wurde, eine Zahl gefunden, die mich umgehauen hat. Nämlich, dass in diesem Mobile-Video-Umfeld Werbung nur noch 0,4 Sekunden hat, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu catchen. 0,4 Sekunden, das ist ja krass kurz. Ihr blinzelt einmal und die Leute haben weitergeswiped. So, und jetzt endlich. Das, weswegen ihr wahrscheinlich oder hoffentlich gekommen seid, wir versuchen ja traditionell in den ersten Minuten des zweiten Tages euer Kommen, eure Aufwände, euer Eintrittsgeld zu rechtfertigen mit einer handgemachten, eigengefertigten Präsentation. Und jetzt die nächsten 40, 45 Minuten wollen wir versuchen, euch sagen, den Besuch zu rechtfertigen, euren Besuch zu rechtfertigen. Und seit Jahren sage ich ja schon immer, wir machen das und da ist natürlich ein riesiges Team dahinter. Ich zeige am Schluss auch nochmal, wer da alles mitarbeitet an der Präsentation. Eine ganze Menge Menschen. Aber am Ende habe ich immer hier gestanden und das erzählt. Und irgendwie war mir das dieses Jahr dann irgendwann zu viel und unangenehm, weil es arbeiten wirklich ganz viele Menschen viel tiefer an den Themen als ich. Und haben überlegt, okay, es muss irgendwie eh so sein, dass ich bei OMR immer ein bisschen mehr zurücktrete und dass andere Leute kommen. Und in dem Fall jetzt würde ich die Präsentation zusammenhalten wollen, mit einem Kollegen, der, glaube ich, bei uns als zweiter oder dritter Mitarbeiter vor vielen Jahren angefangen hat, der OMR so viel gegeben hat wie wenige andere und der jetzt hier schon mal in diesem Jahr mit mir gemeinsam das Ding präsentiert. Herzlich willkommen unserem Chefredakteur Roland Eisenbrand. Moin! Jo, ganz schön groß hier oben. Ich wollte schon immer mal eine Präse vor 7000 Leuten halten und mit meinem Chef noch im Nacken. Und dann noch mit einer Stimme, die so klingt, als hätte ich heute Nacht bis 5 Uhr gefeiert. Dabei habe ich die ganze Nacht geübt. Ja, also ich erzähle euch gleich was über das aus meiner Ansicht spannendste Thema im Marketing gerade. Das habe ich zusammen mit meinem Team, ich stehe ja auch nur für ein Team hier, habe ich zusammen mit meinem Team erarbeitet und ich bin aber ehrlicherweise auch ganz froh, dass Philipp wird jetzt erstmal den Anfang machen von der Keynote und bin ich auch ganz dankbar. Ich muss mich erstmal ein bisschen akklimatisieren. Setz mich mal hinten an den Schreibtisch, fahr den Puls runter und wünsche euch erstmal viel Spaß. Oh ja, oh ja. Okay. So, also, dann versuche ich mal den Icebreaker. Wie jedes Jahr State of the German Internet, viel kleiner hatten wir es vom Vokabular her nicht. Und wie jedes Jahr schauen wir uns traditionell als erstes an, wie es den börsennotierten digitalen Internetfirmen denn so ergangen ist in den letzten 12 Monaten. Und als erstes blicken wir mal auf unsere deutschen börsennotierten Digitalfirmen. Wir haben dafür einen Index mal eingeführt gehabt, den German Internet Index. Da sind die alle drin notiert und wir sehen, in den letzten 12 Monaten haben diese Firmen an Wert verloren. Da ist noch IONOS dazugekommen, es gab sogar einen Börsengang, trotz aller konjunkturellen Schwächungen und trotz natürlich der hohen Zinsen, die ein bisschen auf die Börse drücken. Aber das deutsche Internet stabil, aber nicht super und sogar leicht rückläufig, zumindest bei den börsennotierten Firmen. Das sieht ehrlicherweise in China genauso aus. Auch da gucken wir immer auf die großen drei, Baidu, Alibaba, Tencent. Die haben auch an Wert verloren. Man hatte sich nach der Corona-Öffnung noch ein bisschen mehr erhofft dort in China, also an Wertzuwachs, auch irgendwie vielleicht eine Zinslockerung, die ist noch nicht gekommen. Das alles führt dazu, dass auch die börsennotierten chinesischen Firmen gerade nicht so gut laufen. Auch da das Internet schwächelt ein bisschen. Und dann gucken wir, wie vor sieben Jahren haben wir zum ersten Mal diese Präsentation hier erarbeitet, gucken wir auf die großen amerikanischen Firmen, diese GAFA. GAFA dürften die eigentlich gar nicht mehr heißen, weiß ich auch, Alphabet und Meta müsste man ja eigentlich sagen. Aber diese großen amerikanischen GAFA-Firmen, die haben auch zum allerersten Mal, seit wir das hier machen, seit 7 Jahren, an Wert verloren. Das ist neu. Auch da merkt man so ganz
stark ist der Boom offensichtlich nicht mehr. Im letzten Jahr noch, als wir hier das erzählt haben, da war ja auch schon der Krieg gegen die Ukraine. Auch da waren schon höhere Zinsen, aber da sind die trotzdem noch im Wert gewachsen. Und jetzt zum ersten Mal wächst auch das börsennotierte amerikanische Internet, wenn man so möchte, nicht mehr. Was uns zu der Frage führt, die jetzt so ein bisschen diesen Tag hier mitprägen wird, die sicherlich auch schon gestern und die nächsten Monate ein Thema sein wird: Haben wir so den Zenit der amerikanischen Digitalfirmen gesehen? Ist es jetzt da bald vorbei? War das jetzt das absolute Maximum zuletzt, was halt Google und Meta und Amazon und Apple erreichen können? Man weiß es nicht, aber es ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Frage und ein paar Gedanken dazu. Was könnte dazu führen, dass vielleicht schon Peak erreicht wurde? Als erstes mal die Wettbewerbssituation. Es ist ja lange Jahre so gewesen, da haben diese Firmen gekämpft um Marktanteile gegen zum Teil deutsche Verlage, gegen amerikanische Verlage, gegen traditionelle Firmen aus allen Ecken der Welt. Und mittlerweile ist es so, diese Firmen kämpfen vor allen Dingen gegen sich selber. Um jetzt noch wachsen zu können, auf dem Niveau, müssen diese Firmen sich selber Marktanteile abnehmen. Das ist eine ganz neue Situation. Das haben wir in der Form vorher nicht gehabt. Und wenn man ehrlich ist, es gibt noch einen weiteren Player, der eine Rolle spielt, und zwar Microsoft. GAFA ist eigentlich eh viel zu wenig. Eigentlich sind es ja 5 Firmen, die da um die Weltherrschaft der Digitalbranche rangeln. So, und wenn man mal anguckt, wo diese 5 Firmen rangeln, und das ist sicherlich eher ein positives Wort dafür, dann sieht man, es gibt wirklich wahnsinnig viele Bereiche, in denen es da Kämpfe gibt. Im Bereich der Suche sind 3 Firmen aktiv. Im Bereich von Cloud sind auch 3 Firmen von den 5 aktiv. Im Bereich Hardware sind alle 5 aktiv und kämpfen gegeneinander. Und dann kommt noch der Bereich dazu, für den wir hier überwiegend da sind. Media und Marketing, das Geschäft mit den riesigen, tollen Margen, ne? Medienbusinesses traditionell immer 30-40% Marge. Das wollen nicht nur die großen GAFA plus Microsoft Firmen haben, das wollen mittlerweile noch viel mehr Firmen haben. Und deswegen sehen wir gerade im Advertising Space eine riesige Fragmentierung. Schaut mal her, wer mittlerweile alles hier um Ad Space, um am Ende Werbebudgets kämpft. Das sind Firmen, die waren früher ganz woanders tätig. Hier die Kollegen von Otto mittlerweile dabei, Rewe, Lidl aus Deutschland, alle ein Werbegeschäft, aber auch Netflix, Klarna, Disney auf der internationalen Ebene. Wenn man das dann mal so ein bisschen runterbricht, dann sieht das so aus, dass in all diesen Apps mittlerweile ganz viel auch Werbung drin ist. Viele von diesen Firmen stellen ja auch dankenswerterweise hier bei uns aus. Man kann das angucken. Mittlerweile kann man Werbung kaufen an den verschiedensten Orten. Und dann gibt es noch eine ganz neue Dimension. Wir haben das mal Cultural Leadership genannt. Also wo kommt die neue Mode her? Wo kommt die neue Musik her? Welche Plattform sorgt da für die neuesten Trends? Welche Plattform inspiriert die Menschen? Ist es Twitter? Ist es eher Instagram? Excuse me, Philipp Westermeier, wir haben 2023. Korrekt, natürlich. TikTok ist da und TikTok macht mittlerweile die Kultur. 50% aller Memes kommen von TikTok. Und natürlich greift sich auch TikTok richtig Kuchen ab von den großen GAFA und den großen Digitalfirmen. Also umso mehr die Frage, ist jetzt Peak GAFA erreicht? Ich weiß es nicht, aber es ist sicherlich ein Gedanke, der uns in den nächsten Monaten und sicherlich bis zur nächsten Keynote hier beschäftigen wird. Ansonsten haben uns beschäftigt, wie jedes Jahr, die Gewinner und Verlierer der digitalen Welt. Ja, wir suchen halt immer Firmen raus, die letzten 12 Monate einen besonders guten Lauf hatten und auch ein paar, die härtere Zeiten hatten. Nicht nur Firmen, auch Organisationen, Personen, ihr kennt das. Auch ein bisschen übrigens augenzwinkernd natürlich. Aber wer hat gewonnen in den letzten Monaten im digitalen Bereich, trotz aller konjunkturellen Herausforderungen? Gewonnen hat der Bereich Sport Streaming. Also vor allen Dingen der Wert von Live-Sportrechten ist so unfassbar krass gestiegen. Jeder, der irgendwie Live-Sportrechte besitzt, hat gewonnen. Schaut euch mal an, was da gerade passiert. Die großen Digitalplattformen geben eine Monsterkohle aus, um irgendwie an Live-Rechte zu kommen von Sportevents. Wir sehen das jetzt mal hier ein paar Beispiele.
Google oder YouTube alleine zahlt der NFL 2 Milliarden im Jahr. Apple zahlt der Champions League, zahlt der Major League Baseball fast 1,5 Milliarde und wir reden pro Jahr. Amazon auch dabei, 1,5 Milliarden Champions League Football. Diese Rechte sind so wahnsinnig wertvoll geworden, weil die digitalen Konzerne mitbieten. Die Profiteure sind am Ende natürlich die Verbände, dann die Vereine. Man sieht ja auch schon, was auf einmal Chelsea und die Phoenix Suns und alle Vereine, die ganz auf den Markt kommen, was die kosten. Am Ende werden auch die Spieler natürlich davon profitieren. Wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich Spieler in der NBA sehen, die ganz normale Spieler, von denen ihr noch nie gehört habt, die dann so 60, 70 Millionen Jahresgehalt haben, einfach nur, weil sie ganz groß geworden sind und Basketball spielen können. Wer hat noch gewonnen in den letzten Monaten? Und da ist das Geld vielleicht noch einen Touch besser aufgehoben, aber wir haben festgestellt, Climate Tech hat wahnsinnig gewonnen. Mittlerweile fließt 1/4 der weltweiten Wagniskapitalinvestitionen, also Venture Capital, fließt in Climate Tech Firmen verschiedenster Couleur. Also das sicherlich ein klarer Gewinner. Auch hier bei uns auf dem Festival verschiedenste Vorträge, die Elisabeth Schrey, die alleine für unsere Bundesregierung 1 Milliarde ausgibt, spricht hier, der Tim Schumacher vom World Fund spricht hier, der Friedhof Detzner von Planet A spricht hier. Also da fließt sehr viel Geld rein, weltweit, nicht nur in Deutschland. Ich glaube, das ist zumindest eine gute Nachricht. Dann, wer hat noch gewonnen? Prompt Engineers. Ehrlicherweise, letztes Jahr um diese Zeit wusste ich gar nicht, was es ist, ein Prompt Engineer. Irgend so ein besonders schneller Ingenieur oder so, hätte ich vielleicht gedacht. Aber die Wahrheit ist, das sind die Menschen, die besonders gut in die Suchschlitze von ChatGPT und anderen KI-Plattformen Befehle eingeben können. Das ist ein bisschen komplexer als bei Google, da Befehle einzugeben, um auch die besten Antworten zu erhalten. Aber diese Prompt-Ingenieure, das ist ja kein Ausbildungsberuf, gibt auch noch keinen Studiengang dafür. Die werden gerade überall gesucht. Also wenn ihr irgendwie nichts anderes vorhabt, Prompt-Ingenieur zu werden, das könnte sinnvoll sein. Schaut mal hier, wer alles nach denen sucht, überall auf der Welt. Und vor allen Dingen, wir haben einmal rausgesucht, was da so für Gehälter bezahlt werden. Hier, über 300.000 Euro für so einen Prompt-Ingenieur ohne offensichtliche Berufsqualifikation. Also ohne offensichtliche. Gibt es ja auch andere. Was ist noch ein Gewinner? War ich ziemlich überrascht. Ich glaube, wenn man selber drinnen sitzt, dann sieht man das irgendwie anders. Aber wir haben es ein bisschen verfolgt und gesehen, EU-Regulierung funktioniert doch besser, als man das so denkt. Wenn man mal guckt, diese ganzen großen Digitalplattformen, so lieb ich sie auch alle habe, aber sie leiden schon und sie werden vielleicht auch zu Recht ein bisschen reguliert durch die Kollegen und Kolleginnen in Brüssel. Und wenn man dann Leute hört, die jetzt heute dieses Jahr mal nicht da sind, aber ansonsten zum Stamminventar von uns gehören, wie den Scott Galloway, diesen amerikanischen Professor, der mittlerweile fast in der EU lebt, in London, und dem so zuhört, dann ist ganz interessant, was der über die EU-Regulierung zu sagen hat. The regulation that the EU has passed is exponentially has more teeth, more meaning, and is more elegant than anything that has happened in the US. Also das fand ich schon interessant, und der hat mir vor kurzem im Podcast erzählt, dass er sagt, in Brüssel, die trauen sich zumindest, die versuchen es zumindest, in den USA sei das nicht so erfreulich, was er da so sieht. Der nächste Gewinner, YouTube-Zuschauer. Warum sind jetzt YouTube-Zuschauer Gewinner? Ich erkläre es euch. Fangen wir an mit dem erfolgreichsten, reichweitenstärksten YouTuber der Welt, dem Mr. Beast aus den USA. Der hat ja, wenn er seine Videos hochlädt, angeblich, oder dann erreichen diese Videos, 1% der Weltbevölkerung. Absoluter Wahnsinn. Also der Typ ist richtig groß und richtig erfolgreich und war sicherlich auch richtig früh dabei, aber er investiert auch wahnsinnig viel Geld in seine Videos. Die Minute Produktion kostet 80.000 Euro eines Mr. Beast Videos. 80.000 Euro pro Minute, das ist so die Einheit, mit der man da im Film- und Bewegtbildbereich ja misst. Und dann sieht man, was da gerade reinfließt. Am Ende ja zum Nutzen von uns allen, von uns YouTube-Zuschauern. Wie sieht es in Deutschland aus? Da gibt es den Fritz Meinecke von Seven vs. Wild, wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen hier. Der macht auch mittlerweile extrem viel und steckt auch schon mal, naja, immerhin 2.500 in seinen Content pro Minute. Oder die Kollegen von Kurz gesagt, einem deutschen Kanal, der international unterwegs ist, die investieren so pro Minute ungefähr 8.000 Euro in ihr YouTube-Programm. Also es wird immer mehr.
Und da fand ich spannend zu sehen, naja, was machen denn unsere traditionellen Medien, unsere linearen Medien, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was kostet denn zum Beispiel eine Minute vom Bergdoktor, vom guten alten Bergdoktor, so als Vergleich. Und da sehen wir 5.000 Euro pro Minute. Also da ist er, der Bergdoktor. Also wir sehen YouTube und die ganzen Creator da überholen so langsam das lineare Fernsehen. Wer sind die Verlierer gewesen? Das ist ein hartes Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben in den letzten Monaten ein bisschen gelitten. Vor allen Dingen glauben wir, die Menschen, die bei großen Tech-Firmen arbeiten, Google und Amazon, Twitter, Facebook, ihr kennt sie, das war ja lange Zeit so, auch gerade bei Twitter haben wir so ein Video gefunden, wie das Leben da so war. Morgens mit Matcha ging es los und dann irgendwie Kicker natürlich und Kaffee und Barista und Rotwein und all das. So muss es wirklich gewesen sein. Also so ein bisschen Robinson Club mit Arbeiten. Und die Zeiten scheinen zumindest von außen betrachtet eher vorbei. Diese Isomatten, die da zum Yoga machen, benutzt werden, sind jetzt seit Elon Musk eher zum Schlafen vorgesehen. Also da ändert sich ein bisschen die Zeit und das ist nicht nur bei Twitter so, das ist also auch bei Facebook, ne? Da gibt es jetzt keine kostenlose Laundry mehr oder bei Salesforce, da sind jetzt wirklich die Barista nicht mehr da. Oder bei Google, haben wir gelesen, wurden die Massagetherapistinnen und Therapeuten gelayofft. Also ich glaube, man muss sich da jetzt keine so großen Sorgen machen um diese Menschen. Die finden alle, was man so sehen kann, sehr, sehr schnell neue Jobs. Insofern, aber das Leben da ändert sich offensichtlich. Und dann, auch das Metaverse in den letzten 12 Monaten keine Erfolgsgeschichte. Was war hier im letzten Jahr los mit Metaverse? Ne? Auch hier auf der Bühne verschiedenste Speaker. Das Thema war einfach groß und wir haben es natürlich auch gezeigt. Aber wenn man dann guckt, was so passiert ist in den letzten Monaten, dann sieht man, es gab zum Beispiel so ein Event, ein Metaverse-Event, von der EU auch wieder. Der hat 400.000 Euro gekostet, da was zu machen. Und wenn man dann da so die Zahlen anguckt, dann waren auf diesem EU-Metaverse-Event am Ende irgendwas zwischen 5 bis irgendwie 60 Leuten. Und man hat da so reingerufen und da war einfach gar nichts los. Also so das Metaverse irgendwie so richtig da, vorsichtig formuliert, ist es noch nicht. Und wenn man sich die monatlichen Zugriffszahlen auf den großen Metaverse-Plattformen anschaut, dann sieht man, naja, also so 200.000 Unique User im Monat, das ist schon gut auf Decentraland und Sandbox und diesen ganzen Plattformen. Und wenn man anguckt, MySpace, kennt ihr noch? 7 Millionen. So, okay. Also, solange ihr nicht größer seid als MySpace, bin ich nicht überzeugt. Ja? Wer hat noch verloren in den letzten Monaten? Fand ich ganz überraschend. Logos. Was ist damit gemeint? Früher waren doch Logos von Firmen sehr kreativ und individuell und bunt. Und so sahen die Logos unserer ganzen Lieblinge aus. Und irgendwas muss passiert sein. In den letzten 12 Monaten haben sich die Logos doch sehr verändert. Guck mal, wie die genau selben Logos, kein Scherz, heute aussehen. Und man weiß es nicht, ne? Wahnsinn, oder? Naja. So, wer hat noch verloren? Social Media. Ja, ziemlich großes Wort, Social Media hat verloren. Was ist damit gemeint? Damit ist vor allen Dingen das Social in Media gemeint. Ich will das kurz erklären. Früher sah mein Facebook, als ich auf Facebook unterwegs war, mein Social Media sah halt so aus. Meine Freunde, mein Umfeld, da haben die ihre Hochzeiten und Essensmahlzeiten und Urlaube und sowas hat alles gepostet. So war irgendwie mein Facebook. Ich habe da sehr persönliche Sachen gesehen. Ne? Die Dame, die Damen, die ihr da seht, das sind die Damen, die hier immer diese Charts bauen, kenne ich auch seit Jahren. Also sehr persönlich. Und heute, wie sieht es heute aus, wenn ich jetzt auf Instagram irgendwie in den Feed reingucke, dann ist es so. Profi-Creator, Champagne-Papi, Tagesschau, die NBA natürlich, dann irgendwie Lena Gerke, ja? Fast eine Freundin, I wish. Ja? Aber in Wahrheit Profi-Content, Entertainment-Content. Das ist halt neu. Ja?
Social Media findet so eigentlich gar nicht mehr statt. Die großen Plattformen, TikTok natürlich ganz vorne, aber auch Instagram, alle anderen sind eher so Distributionskanäle geworden für Entertainment-Content. Und das Soziale, das wandert eher in WhatsApp oder in Signal oder in andere Plattformen rein. Also das hat sich schon sehr geändert. Social Media in der Form gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und was heißt das jetzt, dass sich Social Media so verändert hat und so verabschiedet? Das genau ist unser erster großer Tagesordnungspunkt. Und bevor ich gleich nochmal wiederkomme und ein paar Sachen weiter ausführe, macht den jetzt erstmal hier Kollege Eisenbrand. Auf geht's! Jo, ja, ich habe ja eben schon angekündigt, dass ich euch was erzählen will über das meiner persönlichen Ansicht nach spannendste Thema im Marketing. Und nein, es ist nicht AI, auch wenn jetzt wahrscheinlich viele von euch damit rechnen. Klar, ganz spannendes Thema, habt ihr sicherlich auch in den letzten Tagen, also gestern hier schon viel zugehört. Muss man beobachten, muss man sich anschauen. Aber ich glaube, es ist häufig im Marketing so, wenn die neueste Sau durchs Dorf getrieben wird, ist der vorherige Trend noch gar nicht richtig umgesetzt, noch gar nicht richtig in der Praxis angekommen. Und weil das so ist, will ich heute für euch über Kurzvideos sprechen. Und um euch nochmal zu zeigen, warum das Thema auch wirklich wichtig ist, habe ich eine Statistik mitgebracht. Und zwar darüber, wo die Deutschen ihre Zeit verbringen. Auf welchen digitalen Plattformen? Also, wo verbringen die durchschnittlichen Monat die meiste Zeit? Und die erste Überraschung, die ich da gesehen habe, eine erste kleine Überraschung ist, dass Facebook immer noch eine relativ große Nummer ist. Da verbringen die Leute mehr Zeit als auf Instagram. Aber, und ihr könnt es euch beim Thema Kurzvideo wahrscheinlich schon denken, es gibt eine Plattform, die die anderen in den Schatten stellt, nämlich TikTok. Krass, wie viel Zeit die Leute da verbringen, wie hoch da die durchschnittliche Nutzungszeit ist. 23,5 Stunden im Monat, das ist mehr als eine Dreiviertelstunde am Tag. Also eine krasse, krasse Nutzungsintensität, eine krasse Aufmerksamkeit, die diese Plattform da auf sich zieht. Und dementsprechend, es ist ja auch nicht so überraschend, die Entwicklung, die wir in den letzten 2-3 Jahren so gesehen haben, nämlich dass die ganzen anderen Plattformen diesen Erfolg auch gesehen haben und dass dieses Feature kopiert haben, bei sich eingebaut haben. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Es gibt bei Instagram gibt's die Reels. Bei Snapchat gibt es Spotlight. Bei YouTube sind die Shorts mittlerweile ein super wichtiges Thema. Selbst Spotify hat jetzt gerade so einen TikTok-artigen Discovery-Feed eingeführt. Also bei aller Diskussion darüber, wie man mit TikTok umgehen soll und ob man TikTok vielleicht sogar verbieten soll, das wird ja in den USA gerade sehr scharf diskutiert und ist bestimmt auch sinnvoll, da ganz genau hinzuschauen, was da so passiert. Ich glaube, das zeigt einfach, dass uns das Thema Kurzvideo in den nächsten 2-3 Jahren einfach noch begleiten wird und dass ihr alle hier euch als MarketingmacherInnen euch damit auseinandersetzen müsst. Gleichzeitig, glaube ich, stellt euch das vor Herausforderungen, weil das Thema Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeitsspanne auf TikTok ist einfach noch weiter geschrumpft. Ich habe auf einem offiziellen Sales Deck von TikTok, das geleakt wurde, eine Zahl gefunden, die mich umgehauen hat, nämlich, dass in diesem Mobile-Video-Umfeld Werbung nur noch 0,4 Sekunden hat, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu catchen. 0,4 Sekunden, ist ja krass kurz. Ihr blinzelt einmal und die Leute haben weiter geswiped. Wie geht man jetzt als Marke, als Unternehmen, als MarketingmacherInnen damit um? Die Frage habe ich, mein Team und ich, uns in den letzten Wochen und Monaten gestellt. Und wir haben uns so ein bisschen umgeguckt und haben geschaut, wer ist auf der Plattform schon erfolgreich aktiv auf TikTok. Und wir haben versucht, das so ein bisschen zu dekonstruieren. Und deswegen kann ich euch heute 3 Kurzvideo-Superkräfte mitbringen. 3 Strategien, die wir so ein bisschen entwickelt haben, die wir im Markt sehen, die euch hoffentlich ein bisschen dabei helfen, in diesem Kurzvideo-Umfeld zu bestehen. Und für die erste Strategie habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Und zwar habe ich mir sagen lassen, dass die ganzen Marketing-Checker, die richtig smarten Typen, nur in so Abkürzungen reden. Von wegen
Wenn deine KPIs nicht stimmen, dann bringt dir der schönste USP nichts. Und deswegen habe ich gedacht, ich denke mir auch so eine Abkürzung aus. Und die erste Strategie, die ich euch vorstellen will, habe ich deswegen UEC genannt. Ich will nur nicht verraten, was sich dahinter verbirgt, will euch nur ein bisschen auf die Folter spannen, sondern euch erstmal erklären, wie wir auf diese Strategie gekommen sind. Und zwar habe ich folgendes Zitat gehört von einem Typen, der vorher bei Facebook gearbeitet hat und jetzt bei TikTok ist. So TikTok is a different kind of platform. It's an entertainment platform, it's not a social network. Das wirkt so schnell dahingesagt, aber dahinter steht ein ganzer Paradigmenwechsel. Philipp hat es eben schon ein bisschen angeteased mit Social Media. Social Media ist tot, Entertainment ist das Thema der Stunde. Und weil TikTok so erfolgreich ist, hängen sich die anderen Plattformen da auch ran. Der CEO von Instagram hat auch schon gesagt, wir wollen mehr Richtung Entertainment gehen, weil die einfach gesehen haben, diese Posts von Freunden und Bekannten ziehen die Leute nicht mehr auf die Plattform, halten die Leute da nicht mehr, die brauchen besseren Content. Nochmal, wie geht man jetzt als Marke damit um? Um das rauszufinden, habe ich mal geschaut, welche Marken auf TikTok schon eine relevante Reichweite aufgebaut haben. Und ich habe euch mal eine kleine Auswahl mitgebracht. Dass die jetzt hier vertreten sind, fand ich bei allen dreien jetzt nicht so super überraschend. Das sind ja alles drei Marken, die nah am Content gebaut sind, sage ich mal. Ein bisschen überraschter war ich dann schon, als ich auf den Plätzen ein bisschen weiter hinten Duolingo gefunden habe. Wer es nicht kennt von euch, Duolingo ist eine App zum Sprachenlernen. 6 Millionen Follower haben die auf TikTok. Das ist ja schon ganz respektabel. Aber wirklich erstaunt war ich dann, als ich gesehen habe, wie gut deren Videos auf TikTok performen. Die haben nämlich fast 500.000 Likes im Durchschnitt auf ihren Videos. Also das funktioniert besser als hier von Netflix, Roblox und Red Bull. Wahrscheinlich denken jetzt viele von euch, okay, die werden da richtig Kohle in die Hand genommen haben, um da richtig Hochglanz, geilen Content zu produzieren. Aber weit gefehlt. Ich zeige euch mal, wie deren Videos aussehen. Deren TikTok-Strategie hat angefangen mit Zaria Pervez. Das ist die Dame, die man hier sieht. Die spricht übrigens auch gleich als nächstes hier auf der Bühne und wird das dann noch mal ein bisschen ausführlich erzählen. Also man sieht die hier und man sieht auch das wichtigste Element von der TikTok-Strategie. Die hat nämlich irgendwie bei ihnen im Lager hat die dieses ranzige Eulenkostüm gefunden. Und diese Eule, muss man wissen, die heißt Duo, das ist dieses Maskottchen von Duolingo. Und die erinnert die Nutzer in der App auch daran, dass sie ihre Lektion machen sollen und ist da schon so immer so ein bisschen passiv-aggressiv. Und rund um diese Figur haben die eben quasi ihr ganzes Storytelling aufgebaut. Und dann bekommt ihr bei dem zweiten Video schon ein bisschen ein Gefühl dafür, was das Besondere ist, nämlich dieser Humor, der immer so ein bisschen edgy ist, manchmal über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus, nicht immer ganz brandsafe, wie die smarten Marketer so sagen. Und dieses Prinzip zieht sich eben durch alle Videos von denen. Also die machen Insider-Witze, die sind humorvoll, die setzen schnell auf Trends auf, die machen es einfach smart. Und ein Wort ist mir immer wieder begegnet, als ich mich mit der TikTok-Strategie von Duolingo beschäftigt habe, nämlich das Wort unhinged. Das ist so ein bisschen schwer zu übersetzen, so ein bisschen verrückt, freidrehend, ausgeklingt, hat auch so ein Element von ein bisschen die Kontrolle verloren. Und damit bin ich auch schon bei der Auflösung von meiner Checker-Abkürzung vom Anfang angekommen. Ich glaube nämlich, Duolingo ist auf TikTok erfolgreich mit Unhinged Entertainment Content, UEC. Und wie erfolgreich sieht man nicht nur eben an diesen 6 Millionen Followern, sondern das sieht man auch an den ganzen anderen KPIs. Deren Account hat 650 Millionen Views insgesamt angesammelt. Kann man auf TikTok gar nicht sehen, haben hier unsere Freunde von Infludata für uns ausgelesen. Eine krasse Reichweite. Wie haben sie es gemacht? Letztendlich mit einem fucking Eulenkostüm und wahrscheinlich 2-3 Leuten im Social-Media-Team. Also super smart, super kreativ. Und da hört deren Erfolg auf TikTok noch gar nicht auf, weil die machen viele Sachen da gut. Die schreiben lustige Kommentare unter anderen Videos, die setzen schnell auf Trends auf und das inspiriert dann auch andere Leute, auf TikTok Videos zu Duolingo hochzuladen. Und das führt dazu, dass alle Videos mit dem Hashtag Duolingo 2,5 Millionen Views angesammelt haben. Eine krasse Reichweite. Was würden manche Leute an Kohle zahlen,
um so eine Reichweite einsammeln zu können. Und um euch jetzt noch einmal zu zeigen, dass das jetzt kein Outlier ist, keine Ausnahme, was ich mir irgendwie mal so schnell ausgedacht habe, sondern dass dieses UEC wirklich so ein bisschen so ein übergreifender Trend ist, habe ich euch noch weitere Cases mitgebracht. Der zweite Case, den ich euch zeigen will, ist Liquid Death. Kennt vermutlich auch nicht so viele hier, gibt es auch nur in den USA, das ist so ein Startup. Was machen die? Die verkaufen Wasser in Dosen. Ganz klar, aus Umweltgesichtspunkten kann man das sehr streitbar finden, aber ich glaube, von deren Marketingstrategie kann man trotzdem etwas lernen. Die haben nämlich diesen Entertainment, diesen Unhinged-Gedanken auch voll internalisiert. Ich zeige euch mal, wie das bei denen aussieht. Come on, Liquid Death, this is like my grandma's energy drink. Also Trash-Metal, gröhlende Omis, wenn das nicht unhinged ist, dann weiß ich auch nicht. Und man sieht auch hier an den Zahlen, dass das einfach gut funktioniert. Und man muss ja auch bedenken, dass, wie gesagt, die verkaufen Wasser. Das ist ja im Grunde das austauschbarste Produkt überhaupt. Da ist ja Marketing Kern der Wertschöpfung. Und wie gut das für die funktioniert, sieht man auch an deren Unternehmensbewertung. Die sind nämlich, glaube ich, innerhalb von, ich meine, 3 Jahre nach der Gründung 625 Millionen Euro wert. Also krass, man fasst sich fast an den Kopf. Wer ist noch erfolgreich mit UEC? Ganz klar, Aldi. Okay, ihr habt es an der Stelle vielleicht nicht unbedingt erwartet, aber ich glaube, wenn ich euch das nächste Video zeige und viele von euch werden es wahrscheinlich kennen, dann wird es euch wie Schuppen von den Augen fallen, wie unhinged das ist. Jeremy, kannst du deinen Text noch? Power! Frisches Brot. Backfrisch bei Aldi. Also wenn das nicht unhinged ist, weiß ich auch nicht. Und man muss bedenken, es war ein deutsches Video, für ein deutsches Video auch super erfolgreich, über die verschiedenen Plattformen hinweg, über 20 Millionen Views. Und um euch jetzt als letztes noch ein Beispiel zu zeigen, das für mich so ein bisschen dafür steht, dass UEC wirklich jeder umsetzen kann, auch wenn man nicht so viel Kohle hat, zeige ich euch noch einmal den Case von Clancy's Auto Body. Ich glaube, das kennt hier niemand. Das ist nämlich im Grunde eine Kfz-Schrauberbude in Florida. Und die Geschichte ist, bei denen hat jemand angefangen, Social Media zu machen und hat offenbar im Bewerbungsgespräch ein bisschen dick aufgetragen und hatte eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung und hat einfach dazu dann ein Video bei TikTok gemacht und hat die Community dazu aufgerufen, ihm zu helfen. Macht mein Video viral, sonst werde ich gefeuert. Und diese Story hat er dann noch mit einem ziemlich banane Video unterlegt. Ich zeig's euch. Also im Grunde einen fucking Katzenfilter, den er dann drüber gelegt hat. Was glaubt ihr, wie viele Views das bekommen hat? Ich zeig's euch. 55 Millionen. Ich hab's selbst im Feed gehabt, ich konnte es kaum glauben. Und wahrscheinlich mit einem Video, was der innerhalb von 5 Minuten produziert hat. Also krass. Also wenn das nicht zeigt, dass ihr alle UEC nutzen könnt, dass man nicht jeder erfolgreich sein kann, auch wenn man keine Kohle hat, dann weiß ich auch nicht. Bevor ich jetzt zu meiner zweiten Strategie komme, will ich euch nochmal kurz was über eine Besonderheit von TikTok erzählen. Ich habe ganz am Anfang darüber gesprochen, wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne ist, wie klein dieses Fenster ist, in dem man die Aufmerksamkeit der Nutzer catchen kann. Da hört die Herausforderung auf TikTok aber noch nicht auf. Weil wenn die Leute erstmal angefangen haben, dein Video zu gucken, dann schauen sie es meistens auch gar nicht so lang. Ich habe mal auf der TikTok for Business Seite, habe ich mal nach Average Watch Time gesucht und habe gesehen, TikTok feiert sich da dafür, dass die Leute 3 Sekunden Video schauen. Geil. Also das ist verdammt kurz und es zeigt für meine Begriffe nur noch mal eine weitere Herausforderung. Nicht nur, dass die Aufmerksamkeit super schwer zu catchen ist, wenn man sie dann einmal hat, ist sie auch ganz schnell wieder weg. Und genau auf diese Herausforderung zahlt die zweite Strategie ein, die ich euch zeigen will. Die habe ich Snippification genannt. Was meine ich mit Snippification? Ganz klar, das Kleinschnipseln, das Portionieren von Content in kleinste atomare Einheiten.
Wer macht das gut? Hornbach macht das erstaunlicherweise gut. Wir sehen hier den YouTube-Kanal The Real Life Guys. Das sind so DIY-YouTuber und die haben eine Kooperation mit Hornbach. Und in deren Rahmen renovieren die ihr Elternhaus, machen so verrückte Sachen, bauen eine Rutsche vom Dach und haben auch mal einen Geheimgang aus diesem Haus herausgegraben. Haben dann im Garten einen tiefen Schacht ausgehoben und haben aus dem Haus einen Tunnel zu diesem Schacht gegraben. Und das Video dazu hat auch auf YouTube ganz gut funktioniert, wie man hier sieht. Und dann haben sie offensichtlich gedacht, okay, TikTok geht ja jetzt gerade durch die Decke, was machen wir denn da? Ah ja, wir haben ja noch dieses Video, dann schnipseln wir das doch einfach klein. Und das haben sie gemacht und haben jeden Tag so einen kleinen Schnipsel davon bei TikTok hochgeladen, immer so bis zu 30 Sekunden lang, jeden Tag. Und die Leute haben das dann über mehrere Tage hinweg verfolgt, sind bei der Stange geblieben und man sieht ja schon so ein bisschen an den Zahlen, wie gut das funktioniert hat. Ich habe das mal zusammengerechnet. All diese Schnipsel haben fast 70 Mal so viele Views generiert wie dieses YouTube-Video. Mit einem Content, der schon da war, das muss man sich ja mal vor Augen führen. Aber das zeigt einfach, wie gut diese Schnipselstrategie funktioniert. Und ich glaube, für alle, die so Longform-Content schon da haben, für Podcasts zum Beispiel, ist das auch ein No-Brainer. Wir haben das auch mit dem OMR-Podcast erfolgreich genutzt. Aber auch sonst, wenn ihr nicht schon vorhandenen Content nutzen wollt, ist es, glaube ich, auch einfach die beste Empfehlung, sich kurz zu halten. Duolingo, deren Videos sind immer so 8 bis 12 Sekunden lang. Also ich glaube, man ist als Marke auf TikTok gut damit beraten, sich short und snappy zu halten. Bevor ich jetzt zur dritten und letzten Strategie komme, die ich euch vorstellen will, will ich euch nochmal ein Video zeigen, das hoffentlich eindrücklich euch vor Augen führt, was die Besonderheit ist. Und ich bin gespannt, ob einige von euch wissen, was das Besondere an dem Video ist. Jetzt nicht so überraschend, dieses Video auf TikTok vorzufinden, aber es ist das meistgelikte Video überhaupt auf TikTok. Also wer von euch das vorher gesagt hätte, ist mir ganz klar, dass das Ding durch die Decke geht, haut mich gerne hinterher an. Ich glaube, diese hellseherischen Fähigkeiten könnten wir gut für die Keynote im nächsten Jahr gebrauchen. Warum zeige ich euch das? Ich will damit sagen, dass, glaube ich, niemand weiß, vorher weiß, was auf TikTok durch die Decke geht. Niemand kann im Vorhinein erahnen, was da wirklich dann groß wird. Und deswegen plädiere ich für meine dritte Strategie, für eine Wiederbelebung so eines alten Marketingbegriffes, nämlich Spray and Pray. Was heißt Spray and Pray auf TikTok übertragen? Ich zeig's euch mal. Ich bin auf einen Case gestoßen von so einem kleinen US-Startup, das heißt Tabs Chocolate. Die verkaufen Sexschokolade, also aphrodisierende Schokolade. Es war natürlich eine rein berufliche Recherche, in deren Rahmen ich auf dieses Produkt gestoßen bin. Eben einfach, weil die so eine spannende TikTok-Strategie haben. Und der Gründer sagt das hier über ihre Strategie. So it's not about picking the needle in the haystack, it's about, you know, buying the whole haystack. Also such nicht die Nadel im Heuhaufen auf TikTok, sondern kauf den ganzen Heuhaufen gleich ein. Und wie sieht das dann in der Praxis aus, dieses abstrakte Bild? Wenn man auf TikTok nach Tabs Chocolate sucht, dann findet man nicht nur einen Marken-Account, sondern man findet unzählige, über 300. Und die werden gar nicht alle von der Marke selbst betrieben, sondern die haben sich da so ein kleines Netzwerk aufgebaut. Ich glaube, es sind größtenteils Studierende, die sich da so ein bisschen Kohle nebenher verdienen und quick and dirty Videos hochladen in hoher Schlagzahl. Und klar, versickert der Großteil dieser Videos dann immer mal wieder. 30 bis 50 Videos im Monat hauen die raus. Aber immer mal wieder geht auch eins viral. Das hier übrigens hat 30 Millionen Views insgesamt angesammelt. Also das funktioniert offenbar für die. Die haben es geschafft, mit dieser Strategie systematisch immer wieder viral zu gehen auf TikTok. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Ich habe euch hier mal die erfolgreichsten Accounts mitgebracht. Ihr seht, das sind so Abrufzahlen im 7- bis 8-stelligen Bereich. Ich glaube, insgesamt ist es wahrscheinlich im hohen 2-stelligen Millionenbereich, was die mit dieser einfachen Viel-Hilft-Viel-Strategie erreichen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele von euch Vorbehalte haben hier von wegen, ich habe mir über Jahre hinweg mit viel Liebe und Mühe eine Marke aufgebaut, ich kann doch jetzt hier nicht irgendwie 300 Accounts einrichten und die irgendwie von Studierenden betreiben lassen. Ganz klar, habt ihr recht. Ich glaube aber, es kann da auch einen ganz guten, gesunden Mittelweg geben. Wenn man
Vielleicht haben einige von euch Filialen oder Niederlassungen in einzelnen Orten. Und wenn ihr den Leuten die Freiheit gibt, einfach loszulaufen, eigene Accounts einzurichten und da ein bisschen kreativ zu sein, dann kann das auch super gut funktionieren. Schaut euch mal die Accounts von Edeka Esslinger an oder von Mediamarkt Ansbach. Die machen das. Und deren Accounts haben teilweise mehr Views als die Markenaccounts. Also ich glaube, da kann es einen gesunden Mittelweg geben. Das waren jetzt meine drei Strategien für den Kurzvideobereich. Ich fasse es nur mal kurz für euch zusammen, damit ihr sie nicht vergesst. Also ich glaube, auf TikTok kann man erfolgreich sein mit UEC, mit Snippification und mit Spray and Pray. Das war es erstmal von mir. Ich gebe nochmal ab an den Kollegen Westermeier und wünsche euch noch viel Spaß. Roland Eisenbrand, was eine Premiere! Sehr stolz auf das Team und meine Kollegen. So, nächstes Thema. Wie lädt man eine Marke auf? Wie chargt man eine Marke? Ist jetzt keine neue Fragestellung. Seit Jahrzehnten fragen sich das Menschen im Marketing. Und früher, da ging das so. Da hatte man Testimonials. Den Captain Igloo oder den Ronald McDonald, das Michelin-Männchen, die Clementine. Mein Lieblingstestimonial war immer er hier, Onkel Dittmeier. Ich hatte sogar in der Schule früher einen Klassenkameraden, der hatte auf seinem Armee-Rucksack so einen Aufkleber drauf, so drauf genäht, tötet Onkel Dittmeier. War von seiner Punkband aus dem Ruhrgebiet, die angefahrenen Schulkinder, tötet Onkel Dittmeier. Aber man merkt, wie das damals eine Marke aufgeladen hat, so ein Testimonial. Das war damals so die Zeit, ne, die 90er Jahre, so hat man irgendwie Marken, Story verliehen und Marken groß gemacht. Und wie geht das heute? Heute machen das solche Testimonials. Ne? Der George und der Roger und die Pam und der Ryan und so das ganze Game weltweit. Mega, mega teuer natürlich. Ne? Der Onkel Dittmeier war viel günstiger als der George. Und dann gibt es noch so Fälle, wo das mal schief gehen kann. Ne? Mit dem Kollegen hier. Milliarden verloren. Das ist für Adidas und so nicht so gut gelaufen. Da kann man sagen, egal. Aber so egal ist es ja nicht. Ja, es sind ja eure Marken, es ist ja häufig der Wert der Firma, der eure Jobs hängen da dran. Man kann ja nicht einfach so viel Verantwortung vielleicht aus der Hand geben, dann geht sowas schief. Ja. Also, was kann man noch machen? Wie kann man noch eine Marke aufladen heutzutage? Eine Möglichkeit ist, das werden wir hier auf der Bühne noch ein bisschen ausführlicher diskutieren, wenn gleich der Ronnie Feek oder der Daniel kommen oder der Shepard Ferry, das sind ja alles unsere Gäste gleich, bin ich sehr stolz drauf. Es geht um Kunst, ne? Kultur. Marken aufladen mit Kunst und Kultur ist das große Ding. Wir haben uns mal angeschaut und wurden da beraten von einer Agentur, Kemmler & Kemmler aus Berlin. Wem folgen eigentlich die Influencer? Who influences the Influencer? Und dann sieht man, naja, ein paar Sachen sind ziemlich erwartbar. Calvin Klein und Supreme und Adidas und so diesen Marken folgen auch die großen Influencer. Aber am Ende auch Museen, Kulturinstitutionen. Das sind am Ende die Accounts, die die Influencer erreichen, denen die halt folgen. Deswegen ist es halt so naheliegend, wenn man so eine kulturelle Kredibilität wieder bekommen möchte, zusammenzuarbeiten mit anderen Kulturinstitutionen. Zum Beispiel halt ganz offensichtlich mit Museen. Und der Ronnie Feek, der ja gleich kommt, der macht das in seiner Marke KIF mit dem American Museum of Natural History. Ne? Da sind ja diese Skelette bei ihm auf einmal in seinem Store da in Soho oder sonst wo auf der Welt und seine Klamotten da bei meinem Museum und das bekommt so eine ganz große Aufladung. Das macht es halt relevant. Ne? Und das machen ganz viele. Sogar die Mutter aller Museen, das Louvre in Paris, macht das mit Uniqlo. Aber es geht viel, viel weiter. Hier in Hamburg, die Kollegen von Closed machen das mit der Kunsthalle. Überall sieht man das. Und zum ersten Mal richtig drauf gestoßen bin ich, als ich im letzten Jahr den Kollegen hier persönlich kennengelernt habe. Der verkauft jetzt keine Klamotten, der verkauft Schrauben und Dübel und sowas. Also Produkte, die jetzt nicht so kulturaffin sind. Aber auch da muss man ja irgendwie schaffen, diese Produkte aufzulagen, zu signalisieren, wir sind die Besten, das hier ist sozusagen das Relevanteste, meine Marke wird, ist irgendwie die Überlegene.
hier müsst ihr kaufen, hier ist Qualität. Und das kann natürlich so Kultur vermitteln. Und als ich denn da in Künstlersau bei ihm war, bevor der Podcast losging, war ich in einem der 12 Museen, das Würth halt hat, direkt in Künstlersau, und da hängt so Kunst drin, jetzt von mir als Laien geschätzt für ungefähr eine 500 Millionen. Picasso und so die allererste Liga. Direkt da irgendwie in Künstlersau. Und dann habe ich natürlich den Herrn Würth auch darauf angesprochen und gesagt, Mensch, Kunstsammeln ist ja gut und schön, aber was Sie da als Kunstsammlung machen, ist ja schon ein bisschen mehr als das. Und er hat mir Folgendes erzählt. Und ganz ehrlich gesagt empfinde ich das natürlich auch als eine recht günstige Reklame fürs Unternehmen. Recht günstige Reklame. So eine 500 Millionen. So ein Museum dahin gebaut. Ja. Recht günstige Reklame. Wer macht's noch? Das machen auch Akko mit ihren Wasserpumpen. Die veranstalten die Nordart in Büdelsdorf. Auch da wird versucht, darüber Kredibilität aufzusaugen. Oder die Kollegen von Coroplast mit ihren Tape-Streifen. Die machen das auch. Mit dem von der Heidt-Museum in Wuppertal. Naja. Wie kann man noch Marken aufladen? Und natürlich, und es musste so kommen, und ihr werdet nicht überrascht sein, mit Purpose, mit Sinnhaftigkeit, mit sinnvollem Tun. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall mal ein schmaler Grat. Wie engagiert man sich richtig in einem ja offensichtlich kommerziellen Umfeld? Dass man das irgendwie tun sollte, das ist ganz klar, denn 60% der jungen Menschen sagen, sie achten bei ihrem Konsum darauf oder bei ihren Kaufentscheidungen, was für Marken das sind, wie die halt positioniert sind. Und dann haben wir uns gefragt, okay, wer macht denn das gut? Wer ist denn so eine Marke, die das glaubwürdig macht, die das organisch gut macht, ohne jetzt irgendwie so unangenehmes White- oder Greenwashing und sowas zu betreiben? Und dann sind wir auf die Marke gekommen, von der ich finde, dass sie es wirklich mit am besten auf der Welt machen. Und aufgefallen, war mir schon häufiger, klar geworden ist es mir, rund um den Krieg gegen die Ukraine, da hat nämlich Airbnb gesagt, wie so oft bei einer Krise, ihre Hosts angeschrieben, die Hosts in den Gebieten rund um die Ukraine, Mensch, hier, nehmt bitte die Flüchtlinge auf, hier in euren ja, Zimmern und Wohnungen, die auf der Plattform sind. Und wenn das die Flüchtlinge nicht bezahlen können, dann bezahlen wir das als Airbnb. Und natürlich, wie jedes Mal, gibt das dann auch, ja, vollkommen zu Recht, weltweit krass gute Presse. Es ist nur bei Airbnb mittlerweile so, und da ist eine Community entstanden, die das noch weiter trägt, die dann sogar gesagt hat, okay, und jetzt wird es halt wirklich interessant, wenn man das halt glaubwürdig macht, die sagen, okay, wir stellen jetzt irgendwie nicht nur Wohnungen zur Verfügung oder Unterkünfte, sondern Menschen aus den USA, aus Deutschland haben halt Airbnb als Spendenplattform benutzt und halt Geld überwiesen an die Hosts in der Ukraine, die ja offensichtlich gerade keine Leute aufnehmen können wegen des Krieges. Da fließt dann halt Geld hin, sozusagen einfach nur als Spende. Damit Menschen in den USA sagen, okay, guck mal, die haben gerade ein Problem, wie kann ich dazu beitragen? Ich buche da mal ein Zimmer, obwohl ich ja offensichtlich nie dahin reisen werde. Und dann bekommen die halt Geld. Das ist natürlich schon echt sehr gut. Ebenfalls gut fanden wir das, was die Kollegen von Miles machen. Hier, Carsharing aus Deutschland, die haben das Warmdreieck für sich erfunden, also nicht das Warm, sondern das Warmdreieck im Kofferraum von den Autos, die ja durch die ganzen Großstädte meistens fahren, ist jetzt so eine Decke drin, und wenn man dann als Nutzer und Nutzerin eine obdachlose Person vielleicht sieht, dann kann man da helfen mit einer Decke und Ähnlichem. Also wir fanden das eine glaubwürdige Aktion, irgendwie niedrigschwellig, sympathisch umgesetzt, und auch da gab es natürlich dafür dann gute Presse. So, jetzt sind das natürlich ein paar große Ideen, und ich bin nicht sicher, ob jetzt hier jeder sofort sagt, okay, ich gehe morgen ins Büro und kaufe auch ein Museum. Ist schwierig, deswegen jedes Jahr ein paar Quick Wins zum Abschluss der Präsentation, also Sachen, die man vielleicht wirklich morgen anfangen kann, wenn man morgen dann irgendwie das Eintrittsgeld rechtfertigen kann. Ein Thema, an das wir häufiger gedacht haben zuletzt, heißt ganz simpel Upper Funnel SEO. Also SEO kennt ihr alle, Suchmaschinenoptimierung. Und es war ja lange so, dass man da immer geguckt hat, auf den transaktionalen Keywords drauf zu sein. Hose kaufen. Da wollte man erscheinen, wenn der Mensch halt irgendwie eine Hose kaufen will. In dem Moment wollte man da sein. Und das Neue ist, beim SEO jetzt, man guckt gar nicht mehr so sehr auf die transaktionalen Begriffe, die sind ohnehin wahnsinnig umkämpft, sondern man guckt vor allen Dingen
auf Begriffe im sogenannten Upper Funnel, also vor dem Kauf, weit vor dem Kauf. Hier, Halloween, Hexe, Schminken. Also da hat man mit Kauf nichts zu tun, man will sich nur informieren. Aber da halt sind dann Firmen präsent, die Kollegen von DM machen das sehr gut. Man sieht die halt schon auf so einem Keyword und da sind die halt, ist es halt viel leichter, dort sichtbar zu werden. Aber es ist halt auch sehr viel wert, wenn man mal guckt, was die an Volumen bekommen im Monat, 8,7 Millionen Euro, als wäre der Wert, wenn sie diesen Traffic einkaufen müssten, den sie jetzt sozusagen durch dieses clevere Upper Funnel SEO einsparen. Oder ähnliches Beispiel auch im B2B-Bereich, eine Firma, die B2B-Software herstellt, Safdesk, die versuchen ganz aktiv auf Keywords zu ranken wie Auftragsbestätigung, Vorlage. Also da geht es noch gar nicht jetzt um irgendwelche konkrete Software, sondern da geht es einfach nur darum, schon mal Traffic zu bekommen, der ansonsten sehr, sehr teuer wäre. Oder halt ein Shop für Schrebergartenzubehör aus Bonn, meine Ernte, auch die machen das und ranken dann auf Tomate, Pflanzen. Das ist halt viel, viel leichter. Also SEO ist ja bekanntlich nie ein Quick Win, das dauert immer länger, aber da ist es gerade spannend. Unser Kollege Christoph Bursek hat uns das zugerufen. Dann Bing, die Suchmaschine Bing ist euch allen geläufig, jetzt ja auch wegen ChatGPT und so, wieder in aller Munde. Bei uns ist die wieder ins Bewusstsein getreten, nicht nur wegen ChatGPT, sondern auch, weil uns gesagt wurde, Mensch, der Traffic, der von Bing kommt, der ist wahnsinnig conversionstark. Also die Menschen kaufen viel leichter als Menschen von anderen Suchmaschinen. Da müsst ihr mal hinschauen, da könnte was sein. Und dann haben wir halt geguckt, okay, bei Bing, was kosten denn da so unsere Suchbegriffe, die wir jetzt sehr gut kennen bei OMR? Wir verkaufen ja das ganze Jahr bekanntlich Online-Schulungen, Weiterbildungsangebote jeglicher Art. Und dann haben wir mal so ein Keyword rausgeholt. Online-Marketing-Schulungen zahlen wir bei Bing einen CPC von ungefähr 1 Euro. Für das exakt gleiche Keyword zahlen wir bei Google über 2 Euro. Und nochmal, der Bing-Traffic ist conversionstärker. Und das zieht sich komplett durch alle Suchbegriffe. Wenn man so guckt, überall bei Bing deutlich günstiger als bei Google und conversionstärker. Na klar, bei Google ist viel, viel, viel mehr Traffic da, schon klar. Aber trotzdem kann man ja morgen mal nach Hause gehen und sich mal irgendwie kurz da hinsetzen und eine Bing-Kampagne anmachen oder seinem Marketing-Team zurufen, Mensch, mach mal Bing an. Zugerufen haben uns das die Kollegen von SalesViewer aus Bochum. Und dann, dritter Quick-Win, WhatsApp-Newsletter. Wer uns näher verfolgt oder mich im Verzweifel, der weiß, ich schreibe seit einigen Monaten selber jeden Freitag so einen WhatsApp-Newsletter, wo ich so drei Links verschicke, einfach zu Inhalten, die ich in der jeweiligen Woche spannend fand und gesehen hatte und so einfach die Podcast-Hörer darauf hinweisen möchte. Und so sind wir da reingekommen und ich bin immer überrascht, auch wie viele Leute diesen WhatsApp-Newsletter abonnieren mittlerweile und auch öffnen. Und wir verkaufen da nichts, aber wir sollten vielleicht was verkaufen. Denn wenn ich mir die Zahlen angucke, was man mit WhatsApp mittlerweile verkaufen kann, ist es brutal. Blackroll haben wir gesehen, diese Rückenrollen. Ne? 20% der Menschen, die diesen Blackroll-Newsletter öffnen, kaufen danach irgendwas. Ich habe mich gefragt, was, eine Blackroll? Oder, also das ist ja Wahnsinn, aber es wird halt gekauft. Hier bei Oatsum, so einem Store für Haferprodukte, noch mehr. Jeder Zweite aktuell, der diesen Newsletter bekommt, kauft danach. Das sind Statistiken, die wir so bekommen haben, denen wir glauben. Und die Kollegen von Snox, Johannes Klisch und seine Crew, die ja schon bei Amazon ziemlich smart unterwegs sind mit ihren Socken und Co., die machen mittlerweile 2 Millionen Umsatz über deren WhatsApp-Newsletter. Also WhatsApp-Newsletter ist irgendwie ein großes Thema, da braucht man dann Software zu. Wir machen das mit Charles zusammen, da kommen auch die Zahlen her, wir sind zum ganz, ganz kleinen Teil auch an dieser Firma beteiligt. Es gibt da viele andere Anbieter für WhatsApp-Newsletter. So, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Hier Roland und Short Video, dann Marken aufladen, über die verschiedensten Mittel im Zweifel am besten ein Museum besitzen und drei Quick Wins. So, und dann auch wie jedes Jahr nochmal wirklich der Dank an die Menschen, die das hier das ganze Jahr überarbeiten. Meine Kollegin der Redaktion, genau. Die Damen von No Agency, die seit vielen, vielen Jahren unser Design machen, unsere Charts machen. Und Eike und Michael, die das Projekt hier leiten und uns coachen und das Projekt steuern.
So, also, das. Sind wir durch, jetzt hoffentlich einigermaßen das Eintrittsgeld, zumindest schon mal so die ersten 100 Euro oder so, gerechtfertigt. Es kommt ja ein bisschen was. Danke dir. Du musst jetzt zur Red Stage, ne? Ich muss jetzt zur Red Stage, genau. Kati Hummels ist da gerade im Oha, oha, du Armer. Ja. Nein, Kati. Ja, Kati, Dank nein, das war so nicht gemeint. Das war nur, weil er jetzt hier weg muss, natürlich. Ciao. Ja.